Phil Akkus, einerseits war es ein schöner Abend für dich, ein tolles Jubiläum, auf der anderen Seite 1-5 gegen Salzburg verloren. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, das Schöne war nur vor dem Spiel, dass ich mein 25. Spiel vor dem 25. Spiel war. Und ich glaube, das haben wir überhaupt nicht zufrieden damit. Im zweiten Drittel, ich finde, haben wir wirklich, wirklich schlecht gespielt. Die Kleinigkeiten haben wir einfach nicht gemacht, Zweikämpfe haben wir verloren. Und natürlich unsere Baubelchancen haben wir auch nicht ausgenutzt. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall viel besser werden. Was bedeutet dir die Zahl 500? Ja, ich meine, es ist eine Zahl. Es bedeutet das, dass ich älter werde. Und ich bin schon länger beim Verein und ich bin stolz drauf. Also, und ich hoffe natürlich, dass da viele, viele Spieler mehr noch dazukommen. Man hat dir angemerkt, vor dem Spiel, wie du alleine am Eis gestanden bist, du warst schon sehr berührt. Was ist da in dir vorgegangen? Ja, also da allein am Eis und dann sieht man das Video, wo mein Vater redet und alte Fotos. Und da denkt man auch ein bisschen zurück und ja, man denkt einfach, es war einfach eine schöne Zeit, es ist eine schöne Zeit, die ich in Wien verbringen darf und kann. Und ich freue mich auf jeden Fall noch auf die Zukunft. Phil, was muss besser werden in den nächsten Spielen, damit man auf die Siegerstraße zurückkommt? Ja, so wie gesagt, wir müssen einfach so spielen, wie wir es gewohnt sind von uns. Also wir wissen, dass wir viel, viel besser spielen können. Und ja, Kleinigkeiten, also Zweikämpfe auf jeden Fall immer gewinnen. Und ja, wenn wir die Powerplay-Chancen nutzen, wäre es ja nicht schlecht. Schon am Mittwoch geht es weiter mit einem Roadtrip. Wie angenehm ist es, unter Anführungszeichen, jetzt nach so einer schmerzhaften Niederlage gleich mit zwei Auswärtsspielen nachlegen zu können? Ja, ich finde es eh gut, dass wir jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr spüren, dass wir aber auf jeden Fall müssen jetzt so schnell wie möglich wieder reinkommen, weil das, was wir heute gezeigt haben, das müssen wir auf jeden Fall verbessern, weil sonst kann das nicht so weitergehen. Phil, dann wünschen wir alles, alles Gute auf die nächsten 500 und viel Glück in den nächsten Spielen. Danke. Danke.